Was ist denn jetzt los hier? Kamera, bitte nicht spinnen. Kamera. Und wir bringen mal alle raus. Erstmal mit deinem Frühstück. Oh. Schon irgendwie. Lässt sich gerade noch so vertreten. Good morning. Dobry wieczór. Dobry dan, dobry jutra, dobry wieczór. Den Müll muss ich wegmachen. Nein. Ich muss den Müll wegmachen. Da bin ich in einer Stunde. Die Mama kommt zurück, hat er gesagt. Alles kommt mal wieder. Dann habt ihr wieder mehr Raucher oder was? Mika, rauchst du? Gewitter. Wo denn? Hier, da kommt er. Mika hat mir einen Kaffee gebracht. Finde ich total nett. Auf alle Fälle. Hier, erster Auftrag heute. Frischer Auftrag. Und gestern haben wir ja noch zwei. Aber hier alle Speichen. Hier. Speiche kaputt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Naja, also ausbauen und neue Speichen rein und dann wieder reinbauen. Ich habe zu dem guten Herrn gesagt, das lohnt sich nicht, das rechnet sich nicht, weil das Material offensichtlich, was da verbaut ist, taugt nicht für ihn. Er meinte, er hat das schon öfter gemacht. Ein paar sind schon neu. Der ist zu schwer. Das Rad ist zu alt. Das Modell ist ja auch schon sehr alt. Wäre es zu schwer, lohnt sich eigentlich nicht. Und wenn er will, kann er können wir gerne machen. Reparieren wir. Also erstmal hier alles ab. Zack. Zack. Schaltstift raus. Ja, bitte, bitte! Hat sie Einheit draußen hingesetzt. Die nutzen ja auch meine Sitzplätze draußen. Ja, zum Ausruhen oder so. Dann haben wir hier zwei 10er Schlüssel. Für den Bremsanker. Die Kinder haben natürlich jetzt schon gegessen, also. Nee, Marlies. Marlies? Ja? Guck mal hier. Kannst du das bitte mitnehmen? Okay. Ich komme da nicht ran, aber da hat offensichtlich Lumen oder was. Flasche nicht stillgelassen. Ich habe den Kaffee nicht im Blick. Nee, wie soll ich denn das haben von hier? So, Hinterrad raus. Das ist ja eine Aussage. Hast du den Blick? Nee, habe ich nicht. Die alle im Arsch, ey. Guck mal im Ernst. Luft ablassen. Mantel runter. Der schon total abgefahren ist. Übrigens, der bräuchte Oma neu. Der müsste Oma neu. Jetzt hebel ich den runter hier. Den Reifen hebel ich jetzt von der Felge.
ist ja alles noch gut, das brauchen wir natürlich alle. Jetzt muss ich einmal putzen, das ist so eingestaubt hier. Jawohl! Natürlich dauert es doch noch einen Moment. Ich sag mal ja, ich komme, aber das dauert dann trotzdem noch. Felgenband ab. Zweite Speiche. Dritte. Vierte. Fünfte, sechste. Sechs Stück. Sechs Stück, ab drei Stück sagt man eigentlich neu, also neu einspeichen, einmal komplett. Will er nicht. Soll repariert werden und dann ist gut. So, jetzt sehe ich raus zu meiner Frau. Ja, deswegen hatte ich auch gar keine Lust, den machen wir gleich. Nö. Mika hat mir einen Kaffee gebracht. Ja, ich dachte schon, der bleibt den ganzen Tag hier. Das wäre ja nicht unüblich bei ihm. Frühstück beendet. Ah, doch mehr, sieben. Eieiei, sieben Stück. Um Gottes Willen, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Speichen. Hallo? Ja. Kann ich mir eine Pumpe ausleihen? Na gut. Ich will mal nicht so sein. Das ist aber sehr lieb. Das ist wunderbar gesagt. 156 brauchen wir. Das sind die hier. Die haben wir aber auch hier in Stabil. Sapim Strong. Ich baue hier mal die Strong ein. Die taugen auch was, auf alle Fälle. Hoffentlich. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, genau, der will gleich was am Moped machen. Ja, deswegen. Also, der hat das schon nach dir gefragt. Ja, und? Hast du gesagt, dass ich schon hier war? Oder? Ich glaube, wir waren schon hier. Ja, 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 Schildkröte war schon hier heute. Was hast du da? Was hat ich? Schildkröte. Schildkröte. Schon mal satzbar. Schweißbewusstsein. Ich will gar nicht. Ist ja alle Tonne. Ist ja böse, meinst du? Ach, wir sind ja. Das ist ja so. Wenn du sagst, kann man hier kommen oder so, oder kann man irgendwie kommen, ja. Das ist auch deine Arbeit, ist ja gut, dass ich hier Unterhaltung habe zwischendurch, mache oder mal, weil wenn der andere kommt oder mal. Ja. Wenn du vor halb sieben kommst, komme ich heute Abend doch nicht, wenn du so hier sitzt, hast du ja doch zu tun, ja. Ich habe auch abends immer zu tun, ja, aber du wirst du sehen, das du ist aber kurz, das ist jetzt halt kürzer, ne? Wenn ja, nicht ja. Zu lang, ja, am Tag ja, hast du mehr zu tun wie auf dem Abend, denn, ja, aber ich weiß ja, wo es, ja. Ja. Ob man da ein bisschen Freizeit oder. Ein bisschen mehr Freizeit oder so. Ja, muss auch mal sein. Ja. Ja, viel Erfolg, ja? Ja, danke, ja. Wolf, ja, immer in Action. Das ist ein langer Auftrag hier. Also rein vom Schneidaufwand her. Vielleicht mache ich heute auch nur die zwei Aufträge. Eins, zwei Aufträge, die ich mitfilme. Die anderen sind ja dann nur langweilig. Aber hier, Speichen ziehen wir jetzt ein. Die sind strong, heißen sie, weil die sind verstärkt hier. Seht ihr die? Da, bop, 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 da sind sie extra verstärkt. Ja, gute Qualität halt. Kostet ein paar Cent mehr pro Speicher. Lohnt sich. Wir nehmen farbige Nippel, damit wir sie wiedererkennen. 7. Und jetzt dauert es einen Moment, weil ich die 1 ziehe. Da bin ich ja auch nicht so schnell. Ja? Ja. Warte mal.
Das ist immer das Problem. Mal kurz. Kannst du mal kurz kommen? Ne, haben wir ja heute schon volles Programm, ja. War schon der Mika da und der Wolfgang war da und der Tommy hat hier frühstückt mit seiner Marlies. Ach ja, bitte, Sie wünschen, der Herr. Geht weiter. Tut mir leid. Total verballert. Sensato. Oh, bringst du den Karton? Kannst du bitte den anderen Karton wieder mitnehmen? Hoch. Oben auf dem Auto steht der. Hast du schon weggebracht? Nö. Steht ja in mein Auto. Ach du Scheiße. Ist das Auto weg? Auto mit Karton entsorgt. Licht geht nicht. Warum wohl nicht? Weiß ich nicht. Hab keine Ahnung. Scheiße, echt. Das Rad ist schlimm vom Zustand hier. Hier alles verbogen, die Kette ist abgerissen. Die ist locker gewesen und mehrfach schon runtergesprungen und man hat sie immer wieder aufgesetzt, aufgesetzt, aufgesetzt und irgendwann ist er dann doch gerissen. Ne? Hier so. Da ist er gerissen. Ups, jetzt ist er offen. Ja, und das ist auch der Grund, warum jetzt eine neue rankommt. Neue Kette, neue Lampe vorne und eine Klingel möchte haben. Also sicherheitsrelevante Einrichtung an dem Rad. Baue ich jetzt an. Wunderbar, funktioniert. Ich zeige euch, wie man eine Klingel richtig anschraubt. Man löst zuerst eine dieser Schrauben komplett.
Achso, jetzt kann ich ja wieder reden. Schraube. Und inseriert diese Schraube hier in dieses Loch. Schraubt in etwa beide Schrauben auf demselben Niveau zusammen. Und dann abwechselnd. Links abwechselnd, rechts. Dreht die Klingel vorher in die richtige Position. Und das war es. Dann auch schon. Jetzt noch ein kleiner Tipp zum Thema Klingel. Ich muss natürlich nicht zeigen, wie man eine Klingel richtig anschraubt. Ich meine, kann man natürlich, damit kann man auch ein YouTube-Video füllen und Aufrufe generieren. Aber die funktioniert ja wunderbar. Ne? Bei der Klingel ist die Schwachstelle hier unten diese Vernietung. Die löst sich ab und zu. Bei Vibrationen, gerade bei Kopfsteinpflaster und so was. Um die Vibration ein bisschen zu hemmen, kann man einen kleinen Trick anwenden. Und zwar nimmt man einen dieser Gummis und schlingt den hier unten drum. Mehrfach. Meine Tochter kommt. Ja. Und lässt den Gummi einfach hier unten drum. Dadurch wird die Vibration ein wenig gedämpft, tatsächlich. Aber nicht der Ton. Ja, bitte. Kann ich wieder mein Schweinefahrrad? Dein Schweinefahrrad? Ja, gucken wir mal. Schweinerad. Schweinerad. Wer ist das? Weiß ich nicht. Da wollen wir mal eine Kupplung anmachen. Hey yo, Family! Ich sag's es gerade. Papa, ich hab Pizza. Ich sag's es gerade. Oh, nimmst du Eier mit? Nein, ich hab keine Eier dabei. Ich habe nur ein Spielzeug dabei. Meine Frau hat wieder meine Tochter gehauen, geschlagen. Jetzt versucht sie zu vertuschen und zu meinen mit Nasenbluten. Aber dauernd. Die jetzt hier blaue Flecken. Du, Krankenhaus ist schon voll festgestellt. Quatsch. Und blutende Nasen. Das ist die Hitze. Ich verträge die Hitze nicht. Die platzt auseinander. Ich hatte das früher auch, kann ich mich entsinnen. Ja. Im Kindergarten. Annik hatte das auch offen. Ja. Das hatte das wohl auch schon im Kindergarten. Hat das gar nicht. Die läuft. Setz dich hin mit ihr kurz. So, nimm die so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, mit dem zurücknehmen, aber ich glaube, das ist. Niemand soll das laufen lassen. Ne? Das, aber wenn es sonst läuft ja nach hinten, es läuft ja. Thorsten sagt 60 Euro. So, was ich sagte, also der Schalter hier hinten funktioniert nicht richtig. Hier ist so wenig Spannung drauf. Der schafft es gar nicht, die Kette hier vernünftig zu spannen. Das ist schon im schwersten Gang, also da hängt das schon. Schaltwerk müsste getauscht werden, das ist hin. Ja, machen sie wieder Straßenrennen draußen, wunderschön. Hier, Schaltzug müsste auch getauscht werden. Das funktioniert überhaupt nicht gut. Boah, hört sich auch schon schlimm an. Und wieder mal ein platter Reifen.
Schöne Reifen kontrollieren. Felgenband kontrollieren. Was haben wir jetzt? The Trump haben wir jetzt. Ein platter Reifen. Kein Felgenband drin. Ohne Felgenband funktioniert es nicht, Jungs. Immer mit Felgenband fahren. Ganz wichtig. Der Bäcker hat seine Tische draußen angeschlossen und Schlüsselbund verloren. Jetzt habe ich alle Schlüssel aufgebrochen und jetzt hat er neue gekauft. Auch gut. Also niemals ohne Felgenband. Der nächste platte Reifen. Jetzt abends geht es immer richtig los hier. Hier habe ich mich vertan, beziehungsweise hat sich der Kollege vertan hier, der das Rad gebracht hat. Er meinte, Antrieb ist kaputt und ich habe ihm da das einfach abgenommen. Ich habe da nicht nachgeguckt, das ist natürlich auch mein, Fehler. Ist aber auch jetzt nicht schlimm. Also hier ist nicht der Antrieb kaputt, sondern der Freilaufkörper ist durch. Warum auch immer, die Felge ist noch nicht so alt. Das wundert mich sehr. Hier, das transportiert nicht mehr. Feierabend. Das muss ich halt noch schneiden, ist das zum Kotzen. Jetzt ist schon wieder so spät, ey. Kinders, wir sehen uns morgen. Ich muss wieder mal in die Dusche, ey. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich bin total, ich komme ja richtig vor hier unten in diesem Staub. Und ich habe es nicht geschafft, hier auszukippen und zu zählen, wie viel hier drin ist. Also könnt ihr immer noch einmal schätzen, wie viel 1-Euro-Stücken. Es ist voll, dieser Rahmen, mit 1-Euro-Stücken. Das ist die Spardose für den Rennrad-Enthusiasten. Wenn man einen Rahmen hat, den man nicht mehr brauchen kann und man möchte, man hat so viel Platz, um sich ein Spardosenobjekt an die Wand zu hängen, dann bitte schön hier, ne? Rahmen sparen. Vielleicht passen sogar auch 2 Euro Stücken rein in größere Alurahmen oder sowas. Müsste man glatt mal testen, ob da ein 2 Euro Stück auch reingeht. Kriegt man dann wahrscheinlich schwer raus. Sollte man vielleicht nicht probieren. Ja, wie viel passt da rein? Wie viel ist hier drin? Thorsten sagt 60, meine Frau sagt 180, ich sag 250 oder so was, glaube ich, habe ich gesagt. Jetzt dürft ihr gerne auch noch einen Tipp abgeben. 60 halte ich mal für sehr, sehr wenig. Wenn ich 60, ist doch Quatsch. Das sind 10 Stück so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da kann man sich arg verschätzen. Ich glaube, 180 sind schon ganz cool. Marlies kann das immer recht gut schätzen. So was.
Oh, wir sehen uns morgen, wir sehen uns morgen, wir sehen uns morgen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also macht's gut, schlaft gut, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über die 500 auf alle Fälle und bis dann. Ciao.